Was kannst du jetzt in der Sommerpause tun oder in deiner Sommervorbereitung? Das sind unsere Punkte. Als allererstes würde ich mal mindestens 1 bis 2 Wochen richtig runterfahren. Die Saison war für die meisten sehr lange und einfach mal dem Körper ein bisschen Ruhe geben, den Kopf ein bisschen durchlüften. Da schadet es nicht, wenn man 1 bis 2 Wochen wirklich mal das Ganze etwas lockerer nimmt und auch nicht so genau auf die Ernährung schaut und nicht irgendwelche Zusatzschichten macht. Danach, nach diesen 1 bis 2 Wochen, das ist sehr individuell, du merkst es auch selber, wie viel du brauchst, würde ich aber unbedingt wieder starten, auch schon früher, wie das normale Mannschaftstraining beginnt. Wenn du jetzt ein Spieler bist, der in den Leistungsmannschaften spielt oder in den Top-Mannschaften, sagen wir jetzt in der Schweiz, sagen wir bis Zweitliga, interregional, wo es schon ein bisschen intensiver zu und her geht und auch mehr Trainingseinheiten hast, da würde ich mich vor allem darauf fokussieren, nach diesen 1-2 Wochen Pausen die körperlichen Fähigkeiten zu trainieren, das heißt Ausdauertraining, circa 2-mal in der Woche und sich auch 1-mal in der Woche Schnelligkeitstraining zu machen und Krafteinheiten einbauen, denn jetzt ist der optimale Zeitpunkt, wenn du keine Spiele hast, den Körper auch mal richtig zu fordern. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal ein paar Einheiten nacheinander etwas müder bist, weil du nicht für einen Matchtag X genau bereit bist. Das heißt, jetzt ist die Chance, an diesen körperlichen Sachen zu arbeiten und zusätzlich vielleicht 1-2 Dinge für deine Position rauspicken, die du mit dem Ball verbessern kannst, und dann bist du schon mal gut abgedeckt, weil bei dir wird das Mannschaftstraining auch schon sehr bald beginnen. Wenn du jetzt jünger bist oder nicht auf dem allerhöchsten Niveau spielst und die Pause wahrscheinlich etwas länger ist und du nach der Pause nicht so oft in der Woche Training hast, dann würde ich auch wie bei den anderen auf die körperlichen Fähigkeiten wie Ausdauertraining mindestens 1-mal in der Woche voll sprinten und Krafttraining gehen. Zusätzlich aber auch noch ein intensives Programm mit dem Ball machen. Sprich, 1-mal in der Woche intensiv an der Ballkontrolle arbeiten, 1-mal an den Pässen arbeiten, 1-mal an den Abschlüssen arbeiten, natürlich je nach Position, weil dann hast du noch mehr Kapazität und kannst diese Pause wirklich nutzen, um einen Unterschied auszumachen und dann deiner Konkurrenz vorbeizuziehen. Denn wenn du weiter nach oben kommen möchtest, dann sind genau diese Saisonpausen im Sommer und auch im Winter Riesenmöglichkeiten, um einen großen Schritt zu machen, währenddem die Konkurrenz meistens nicht so viel macht und mehr in den Ferien chillt für 2 Monate oder was auch immer. Das heißt, das ist deine Chance. Kurz zusammengefasst, 1 bis 2 Wochen ganz das Ganze locker nehmen und dann je nach Spielertyp etwas früher oder später starten. Es gibt auch solche, die müssen mal ein bisschen länger den Kopf durchlüften, aber nach circa 2 Wochen würde ich spätestens wieder beginnen. Ambitionierte Spieler oder die schon hoch spielen und nur eine kurze Pause haben, erster Fokus, dass sie wieder fitnesstechnisch ready werden, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer. Und wenn du ein bisschen weiter unten spielst oder noch jünger bist, neben diesen Aspekten unbedingt auch intensiv an deinen technischen Fähigkeiten arbeiten. Und so kannst du diese Sommerpause richtig nutzen. Das war's, ein kurzes Video, auch einfach als Reminder und als kleine Übersicht, wie du jetzt vorgehen kannst in der Sommerpause und der Sommervorbereitung. Ich hoffe, es hilft dir. Wenn du Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare. Ansonsten liken, die Glocke aktivieren. Und wenn du bei uns die Vorbereitung machen möchtest, dann unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserer Webseite. Da kannst du dich bewerben und dann schauen wir. Bis zum nächsten Mal.